Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Baldur's Gate 3 im Koop mit Lord Ellesmar. Hallo. Der gerade tot ist. Der ist ja. In der letzten Folge in die Lava gefallen. Weiß nicht, wie das passieren konnte. Was heißt gefallen? Ist abgerutscht und plötzlich... Wurde da auf freche Weise von einem Gegner mit einem Explosionsfall reingestoßen. Zu Ende war es mit ihm, wie es halt so ist. Wir haben aber den guten Lazarus, weil wir können den natürlich in der Lava jetzt nicht wiederbeleben, weil er dann sofort wieder stirbt. Es gibt eine andere Möglichkeit, und zwar der gute Lazarus. Er kann uns helfen. Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Ja, nimm die Auferständerung. Ich muss jemanden auferweckern. Then thou must return with the proper payment. Ich will Ellesmar auferweckern. This is the price of balance. Ja, der ist nur 200 Gold wert. Ich hab's mir eigentlich anders überlegt. Der kann ja auch mal ganz erholsam sein, so ein Tod. Hier ist das Gold. Well counted. I recommend keeping my distance for a moment. By doom and dusk I strike thy name from the archives. Warum rennst du weg? Ich hätte gesagt, du sollst Abstand nehmen. Echt? Ja. Ach, nackter Mann. Oh mein Gott! Was dürfen wir denn auch ein Blatt davor, ne? Ja, bei dir schon. Bei dir nicht? So. Nee. Oh Gott, das ist. Jetzt hat er eine Unterhose. Da ist er, auferständert. Okay, na dann ziehen wir an hier den guten Mann. Und wir haben zwischen den Folgen, ihr habt es schon gesehen, ne? Inventare sind wieder ein bisschen leerer. Ich bin mir auch nicht sicher, ist das ratsam, diese ganze Zeit alles Gold mitzuschleppen? Also es ist halt auch Gewicht, ne? Das weiß ich auch. Ich meine, wann brauchen wir mal 19.000 Gold? Jetzt mal so schnell. Weiß ich nicht. Wo man dann, also ich würde so sagen, so vielleicht 5.000 Gold mitnehmen, dass man im Inventar hat. Vielleicht. Ja, ich glaube, das wird für alles reichen. Stapel teilen. Ich mach mal hier 5.000, so. Ich mach mal 4.000, wir finden ja noch ein bisschen was. So. Und das hier wollen wir ans Lager senden. So. Guck mal. Das ist jetzt hier drin. 15.000. Und hier, das hier wollte ich mal gerne öffnen. Da sind nämlich unsere Cerealien drin. Wie hießen die? Cerealien? Schreibt mal das Wort in den Kommentare. Cerealien. So, und das wollte ich keine mal... Keine Ahnung, was du meinst. Cerealien? Kennst du nicht? Müsli. Ja. Na, du weißt nicht, was ich hier in-game meine. Na, mein Beutel hier. Nicht. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, warum du es Müsli nennst. Na, weil das doch hier so... Butter ist. Wo jeden hier das nochmal? Journal. Du gehst auf I und dann auf Alchemie. Da. Wir haben nämlich gesagt, wir hätten die Heiltränke. Heiltränke. Dafür brauchen wir Salz aus Schurkenmorchel. Salze aus Schurkenmorchel. So, da können wir hier alles. Zack. Was noch? Beliebige Suspension. Davon brauchen wir ja eigentlich nur 12, weil... Suspensione und dann kannst du Bullywug oder mehr Gras. 9 und 2. Oh, guck mal. Ja. Und jetzt kann ich hier 11 machen. Ja, wow. Okay, haben wir das auch mal gemacht, wa? Dann ist ja Elixiere. So viele Zutaten, aber wir können halt richtig krasse hier Elixier der Arkanen Kultivierung wäre noch was für dich. Da kriegst du, glaube ich, dauerhaft einen Zauberpunkt mehr.
Elixier der arkanen Kultivierung, ja. Gewebemoos. Ein Vitrol aus Gewebemoos. Das ist der Extrakt. Ansonsten muss ich sagen, irgendwie alles außer Heiltränke, ja. Finde ich voll nutzlos. Sublimate, da. Oh. Oh, hier kommen neue Sachen dazu. Trank des Federfalls, toll. Ach, wenn man damit umgeht, dann kann man hier Sachen machen noch. Das hätte ich auch. Oh. Selbstgebrautet, habe ich einen Erfolg gekriegt. Alle Krass. Zutaten extrahieren. Wie? Ich kann die alle extrahieren? Zu was denn? Oder meint er... Ich glaube, du hast alle einmal verwendet, meint er wahrscheinlich. Ich mach mal alle extrahieren, ja? Okay, dann nicht. Jetzt habe ich hier, jetzt kann ich aber ganz schön viel schon. Aha. Also jetzt habe ich aber ganz schön viel hergestellt hier, ja? Ja, kann kannst ganz du viele... mächtige Heiltränke herstellen? Warte, gucke gleich, was ich hier alles kann. Warte. Ja, ich kann auch mächtige herstellen. Ich meinte von dem, was wir an Ressourcen haben. Wie? Ja, ich kann 4 herstellen. Ja, dann los, auf geht's. Mit Balsamasche, aber ich gucke erstmal, was wir alle noch können. Federfall, Gedankenlesen, Strang mit Tieren sprechen, glorreichen Sprung. Und Elixiere. Keine Kultivierung mächtig, kann ich 4 Stück machen. Wow, wow. Das würde ich gerne erstmal machen. Elixierresistenz, Blitzfeuer, Gift, Rindhaut, Wachsamkeit, Blutdurst. Koloss. Was kann der? Larvenelixier stimuliert die Zirbeldrüse und weckt bösartige Kräfte. Oha. Wollen wir eins mitnehmen? Das füllt, weißt du, was es macht? Es gibt dir wahrscheinlich so eine extra Ladung von dieser Gedankenkontrolle mit der Larve. Ja. Oh, ich kann Bosheit in der Flasche machen. Oh. Diese Fiole enthält feines Pulver, das am Rauch erinnert, wenn man es schüttelt oder dem Gegner in die Augen wirft. In die Augen wirft. Die Flasche einfach ins Gesicht. Ja, geil, haben wir das auch mal gemacht. Sondern es wird wieder so eine ganz spezielle Folge. Ja. So Tränke. Heiltränke hier. Weil wir haben ein Level speziell. Up. Oh ja. Wird wieder lustig. So. Ich würde sagen, ich fange mal an. Achso, warte. Erstmal muss ich hier mein ganzes Zeug wieder wegmachen. Wie war denn das? Schlafen wir dann nochmal oder nicht? Oder nur eine Rast? Oder wie ist der Plan? Ich würde sagen, kurze Rast reicht doch. So, und ich muss hier meine Ressourcen hier alle... Halt, stopp! Ah, du bist damit reingezogen. Ja, geh halt raus. So. So. Das ist schon mal ein bisschen leerer jetzt. Larvenelixier. Zauberplatz des ersten Grades ersetzt beim Konsumieren andere Elixiere und der des zweiten Grades. Ist schon geil. Ist schon geil. Okay, dann fange ich mal an mit dem Level Up hier. Let's move. Stufenaufstieg. Welches Level ist denn das jetzt? Stufe 5 zu 6. Okay, ich glaube, es ist noch nicht das. Alle 4 Level, ne? 4, 8 und 12. Nee, ich habe mich verguckt oder so. Ich weiß es nicht. Das war ja meine logische Schlussfolgerung. Oh, ich krieg neue. Oh mein Gott! Okay, geil. Ich krieg neue Unterklassenmerkmale. Das gucken wir uns gleich an. Oh, ich habe auf jeden Fall.
durch mein Unwetter, ne? Diese Unwetter. Ich hatte ja hier schon Unwettermagie, jetzt krieg ich zwei neue. Und zwar Hitze des Sturms. Wenn du einen Zauber des mindestens ersten Grades wirkst, der Blitz- oder Schallschaden wirkt, entfesselst du einen kleinen lokalen Sturm. Alle Gegner in Abstand von bis zu 6 Metern erleiden 3 Blitzschaden oder 3 Schallschaden. Hä? Wie geil ist das denn? Und? Hitze des Sturms resistent. Du bist gegen Blitz- und Schallschaden resistent. Das ist ja voll mein Bild. Das ist ja geil, oder? Hä? Ja, das ist ja richtig geil. Hä? Vor allen Dingen, wenn ich jetzt in der Pfütze stehe. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal schon irgendwas, wenn ich in der Pfütze stehe, dann hat sich das negiert, ne? Dann habe ich keinen. Ja, ich hatte dann irgendwie Resistenz. Aber das ist ja auch geil. Ich bin einfach immun dagegen. Okay, Zauberstufe 3. Wir nehmen. Hat mir nicht den Blitz auch? Konnte ich nicht den Blitz auch wirken? Oder kamen wir jetzt hier? Warte mal. Kann ich den jetzt automatisch Blitze herbeirufen? Schneesturm? Windstoß? Wasser erschaffen oder zerstören? Das wolltest du doch haben, ne? Ja. Ja, und jetzt kann ich hier noch einen zusätzlichen auswählen, oder wie? Ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden. Zauber setzen. Warte mal. Ändern. Das sind die, die ich jetzt kann, ja? Okay. Ich muss jetzt einen rausschmeißen und einen rein. Ja, guck mal, hier ist Blitz mit bei. Habe ich Blitz schon gelernt? Habe ich den bloß nicht ausgerüstet, oder wie? Weil ich kann jetzt hier irgendwie noch einen Zauber lernen. Flimmern? Gegenzauber. Ist eine Reaktion. Auch geil. Tageslicht, Furcht, großer Flug. Großer Flug brauche ich nicht. Hast, hypnotisch. Schutz vor Energie. Hier ist Blitz. Blitz wollten wir mitnehmen. Jetzt bin ich verwirrt. Sind das die gleichen? Ah, jetzt ist Blitz hier nicht mehr bei. Doch, da unten. Okay, ich nehme den Blitzzauber mit. Ja, den wolltest du. Den wollten wir sowieso. Unsere Todesserin? Ja. Die hat ein neues Klassenmerkmal bekommen und eine neue Aktion. Göttliche Macht fokussieren. Schattenmantel. Hülle dich in Schatten, um unsichtbar zu werden, wenn du verschleiert bist. Wenn du verschleiert bist. Verschleiert ist, glaube ich, wenn man geduckt ist oder so. Zauber vorbereiten. Braucht die neue Zauber? Nee, ich glaube nicht, ne? Die kann nicht zahlen. Nee, da hatten wir. Obwohl Tote beleben wäre auch richtig krass. Ja. Egal. Der hat auch Wasser erschaffen oder zerstören. Können sie auch lernen. Ja, das kannst du jetzt schon. Nee, ich hab's ja nicht gelernt. So. Ich hätte es lernen können. Warte mal, wir haben hier irgendwo auch so ein Zauberbuch. Zauberbuch? Ja, das sind ja, die doch, Zauber, die ich jetzt. Wo denn? Da ist doch der Wassertropfen. Hä, warum hab ich denn das? Ja, du wolltest das doch für dein Bild, weil wenn du im Wasser stehst, dann wirst du doch gebufft. Ja, aber den habe ich jetzt gerade erst dazu bekommen. Ja. Ja, jetzt bin ich verwirrt, aber ich habe den doch jetzt nicht ausgewählt. Ich habe den einfach so jetzt zubekommen, ne? Das kann sein. Ich habe den nicht ausgewählt. Das müsste doch ein. Das ist ein Zauber des ersten Grades. Den habe ich doch jetzt aber nicht ausgewählt, oder? Weiß es nicht mehr. Wasser erschaffen, Wasser zerstören. Wasser erschaffen. Beschwört Regen, erlöscht offenes Feuer. Aber es ist halt Zauberplatzstufe 1. Das ist natürlich blöd, ja? Schneesturm habe ich auch. Aber Schneesturm war doch auch blöd, oder? Ich habe keine Ahnung, woher du das hast. Ich auch nicht. Ich habe das gerade jetzt irgendwie bekommen. Ich habe jetzt auch Blitze herbeirufen und einen Windstoß habe ich auch. Woher habe ich das? Was ist mit mir? Hä? Was ist mit mir? Warum kann ich das? Das ist Stufe 3. Das hier sind die Stufe. Donnerwoge. Das ist Stufe 2. Der kann nach da eigentlich. Ah, eigentlich nicht. Jetzt wird's langsam komisch hier. So, brennende Hände mache ich mal darüber, genauso wie mein Zauberschwert. Jetzt machen wir mal Stufe 3, machen wir hier in die Richtung. Ja, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3. Das hier ist Stufe 2. So, da kommt noch Windstoß dazu. Das hier ist alles Stufe 1 und das hier ist Zauberplatz. Ja, weiß jetzt auch nicht so genau. Ein bisschen random war das jetzt für mich, aber gut. Ah, sie hat jetzt hier göttliche Mantel.
Hätte ich da jetzt Zauber ändern können oder nicht? Oder wie ich jetzt? Weiß es. Ich hab's irgendwie bekommen. Automatisch ausgelöst. Schall und Blitz. Voll geil. Naja, gut. Okay. Dann ist jetzt dran. Bist du schon soweit? Bist du schon vorbereitet? Wir können jetzt mich machen oder du machst das die anderen? Wie du möchtest. Mir ist es egal, wie du möchtest eigentlich. Dann mache ich jetzt erstmal. Something the matter. If you're sure. Naja, bestimmt. Fine. Gut schon. Willy Belly. Ist ein geiler Level Up, ne? Well met. Komm in die Gruppe. That's the spirit. The pride of the so, gate. Willy Belly hat auch ein Level Up. Und zwar. Da bin ich auch sehr gespannt. Hinterklassenmerkmal. Der kann jetzt Schicksal des dunklen Meisters. Rufe deinen Schutzpatron an, um dein Schicksal zu ändern, um einen Attributswurf, einen 10-beseitigen Würfel hinzuzufügen. Okay. Zauber. So, Willy Billy. Willy Billy hier. Ja, wahrscheinlich auch den Feuerball, oder? Wer jetzt. Feuerball ist halt richtig mächtig. Oder gegen. Achso, Gegenzauber? Achso, braucht aber Zauberplatz. Nee, ist blöd. Ja, wir nehmen auch den Feuerball, oder? Ja, würde ich schon sagen. Stinkende Wolke könnte auch. Die verhindert, dass Kreaturen Aktionen ausführen. Aha. Wir nehmen Feuerball. Ist das mächtigste. Zauber setzen. So, bei ihm ist jetzt hier aber nicht so komisch, ne? Nee, gut. Ah, nehmen. Feuerbullball. Also bei ihm ist ja auch egal, weil der nutzt ja sowieso immer den Platz, den er gerade Bock hat. Well met. Are you sure? Ah, ja, du bleibst hier. I wonder if the gods are watching me. So, Lizelle. Speak. Komm in meine Gruppe. It is done. Indolence breeds madness. Stufenaufstieg. Ja, die hat ein neues Talent. Oh mein Gott, die hat ein neues Talent. Oh mein Gott, jetzt kommen wir hier wieder. Warum kann die jetzt ein neues Talent wählen? Oh Gott, was soll die lernen? Charisma brauchst du nicht eigentlich. Initiative plus 5. Kannst nicht überrascht werden, auch nice. Oh, oh, oh. Waffenangriff stürmen. Armbrustexperte, defensiver Duellant, wenn du mit einem Nahkampfangriff angegriffen wirst, während du eine Finesse-Waffe führst. Aha. Okay. Zwei Waffen brauchst du nicht. Gewölbeforscher. Wahrnehmung zum Entdecken versteckter Gegenstände im Vorteil. Das wäre auch gut für uns, ne? Widerstandsfähig. Konstellation oder deine Zauber und Angriffe ignorieren Resistenz. Oh, auch nice. Was? Die ignorieren Resistenz? Ja, du darfst dir ein Element aussuchen. Nicht alle. Ich dachte schon. Wenn du mit einem Nahkampfangriff einen kritischen Treffer erzielst. Aha. Ach, dann darf man das hier automatisch nochmal machen, ja? Schwer gerüstet brauchen wir nicht. Meister der Schwerrüstung leicht gerüstet. Glückspilz. Magiertöter. Rettungswurf, Vorteil. Schlechte Magier zu bestrafen. Nutze deine Reaktion, einen Angriff gegen einen Gegner auszuführen. Ein Zauber wirkt. Okay. Magier-Novize Barde. Das wäre witzig. Was kann ich dann lernen? Dann lernt die aber nur lernt die Zauber, ne? Aber da sind nicht die Klassenzauber vom Baden bei. Weil der kann, also der Bader, den müsst ihr euch auch mal angucken, der ist krass. Ja, sag mal was, Alice, mal. Was wäre denn so sinnvoll hier? Keine Ahnung, aber den Baden kannst du ja machen. Wenn wir irgendwann den Dark Urge Run machen, dann kannst du Bade werden. Der dunkle Bade.
Ich habe keine Ahnung. Was heißt denn Mittelmeer? Oh, es ist auch echt. Mittelmeer bedeutet. Ah. Unterhalter, Charisma, Stangenwaffen, belastbar. Ritualwirker. Was für ein Ritual ist das? Ach so, sowas. Toten sprechen. Tieren sprechen. Wilder Angreifer, Wächter. Ach so. Zweimal zuhauen kann die ja schon, oder? Ja, das gehört zu ihrer Klasse dazu. Zäh? Ich mache sie zäh, ja. Wo erreicht er Stufe, kriegt sie nochmal 2 Lebenspunkte. Da hält die auch nochmal richtig aus, oder? Ja, das ist das, was ich glaube ich auch da nehmen. Genau, kampferberufter Zauberwirker. Nee, wir machen sie zäh. So, Attacke. Damit hat sie jetzt wie viel Leben? 64, alter Schwede. Alright, what now? Speak. Das passt aber zu ihr. Are you sure that's ja. The best confirm? So, Karlach, meine Liebe. Hey, Soldier. Los, wir brechen auf. Wanna dance? Sturmaufstieg. Klassenmerkmal, Unterklassenmerkmal. Klassenmerkmal, zusätzliche Kampfrauschladung, geil. Geistloser Kampfrausch. Dein Kampfrausch wird übermächtig und verhindert alle äußeren Einflüsse. Solange du rasend bist, kannst du nicht bezaubert oder verängstigt werden. Und Gefühle besänftigen beenden. Aha. Okay, nice. Sieht auch aus wie so eine. Hey, Soldier. Sounds boring. So, Asterion? I want to have a word. Hello, beautiful. Aww. Der will ja bloß, dass ich sage, der soll an mir sagen. Darling, I thought, lead on. Watch your back. So, Sturmaufstieg. Komm, sei was Krasses. Etwas Krasses. Oh, Fähigkeiten ändern. Oh, ich kann seine Fähigkeit ändern? Oh, ach so. Ja, gut. Täuschen, überzeugen. Können jetzt hier an seinen Fähigkeiten rumdoktern. Kannst ihm Wahrnehmung geben statt überzeugen. Ja, wo ist denn Wahrnehmung? Na, so ein bisschen wahrnehmen, ja, aber besser vielleicht. Ja. Enttäuschen ist doch. Ja, gut, aber keine Ahnung. Ja, weil er braucht ja eigentlich nicht. Ja, er redet ja hier. Also. Ja. Die Frage ist, was da. Wir nehmen das. Annehmen. Ja, das Volk ist. Wahrnehmung ist auf jeden Fall sehr gut. Never a dull moment. I did miss. It sounds all. Der Maske sieht auch echt cool aus. Guck mal, wie er da sitzt. Swift as my feet can carry me. Der kleine Süßi. Gail! Den hätte ich auch gerne. Was a delight to speak with you. What can I do? Der Helm sieht so dämlich aus. With pleasure. Was hat er hier? Arcana-Schutz. Achso, ja. Schaden in Höhe der Ladung. Wenn du Bannenzaubermagie wirkst. Ja, das war krass irgendwie. Ich erinnere mich. Das war cool, wirklich. Zwei Zauberlaffe erhalten. Unterklassenmerkmal. Wenn ein Verbündeter in der Nähe Schaden erleidet und du über einen aktiven arkanen Schutz verfügst, kannst du diesen opfern, um den Schaden zu verringern, den der Verbündete erleidet. Geil, eigentlich. Eigentlich geil. Zwei neue Zauber erhalten. So. Ja, was soll der jetzt lernen, wa? Feuerball. Feuerball. Macht auch Sinn wahrscheinlich. Der braucht eigentlich Bannmagie, oder? Hatten wir den nicht zu Bannmagie gemacht? Bannzauber gegen Zauber. Kostet aber immer einen Zauberplatz dann. Bannhauszauber. Ich glaube, der hat Bannmagie bei ihm. Kannst du, glaube ich, rechts in der Leiste nachgucken. Nee, das haben wir schon mal geguckt. Das musstest du übers Charakterdingsmenü machen. Das kann ich doch nachgucken. Ah ne, hier Mensch, Stufe. Irgendwo kannst du es nachgucken, was Bannmagie, ja. Bann, ja, ne?
Fluch brechen. Ich war noch nie verflucht, keine Ahnung. Schutz vor Energie. Berühre eine Kreatur, um ihre Essenz gegen Blitz, Feuer, Kälte, Säure oder Schallschaden zu gewähren. Okay. Glyphe des Schutzes. Schreibe einen Kreis aus arkanen Glyphen auf den Boden, der einen ausgewählten magischen Effekt bewirkt. Soll ich das mal machen? Ja, das hört sich doch lustig an. Okay, annehmen. So, geil. Was ist das jetzt? Blitzstrahl? Der kann Blitzstrahl? Warum kann er Blitzstrahl? Was für Blitzstrahl? Junge, der kann pfeifen. Die kann pfeifen. Hä? Nicht genügend Blitzladung. Wo hat er das denn her? Halskette. Ah, da braucht er Blitzladung für? Aha. Da braucht man Blitzladung für. Der hat falsche Schuhe an. Ein Zauber wirkst, der Konzentration erfordert, erhältst du einen Zug lang noch. Während du dich konzentrierst, kannst du nicht umgestoßen werden, sodass liegend... Ja, was soll der sonst für Schuhe haben? Diese Mittel, der kann gar nicht zaubern. Ach so. Ja. Gut gesehen. Weil wir den nie benutzen, ne? Ja. Warum kann er auftreten, spielt eine Melodie, um andere anzuziehen und zu erfreuen? Hat er so einen Baden-Unterklasse oder was haben wir mit ihm gemacht? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was wir mit dem Jungen angestellt haben. Oh, der kann Tote beleben auch. Oh ja, stimmt. Was ist denn das hier? Zaubertricks. Ach, Zaubertricks hat der einzeln hier? Aha. Naja, gut. Haben wir den auch mal sehen. Dann gucken wir jetzt bei Alex mal rein. What can I do? I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here. Der ja schon ganz sehnsüchtig drauf wartet, uns hier zu unterhalten. Immer doch. So, Leute. Da gehen wir einmal so drauf. Einmal so drauf. Kann man die Qualität hier ein bisschen hochschieben? Nee, nee. Naja, zum Gucken muss reichen, wa? So, ich kann auch keine höhere auswählen, weil ich kein Nitro hab. Eieiei. So, dann schauen wir mal. Darf auch in die Liste schauen. Ja. Welche Überraschung. Ja, stimmt, ihr seid ja beide Krieger. Ja. Mach doch Bade. Nein, ich hatte mir da schon was überlegt. Lass mich. Zäh, ja? Ja, ach, ich glaube. Du hast 64 Lebenspunkte. Ja, weil ich auch mehr Lebenspunkte wollte. Das nächste. Du wolltest auch irgendwas mit Rüstung noch machen, ne? Das habe ich beim ersten Mal gemacht. Aber wolltest du nicht noch krassere Rüstung haben? Nee, du hast schon krasse Rüstung, ne? Meister der schweren Rüstung. Ich bin schon Meister der schweren Rüstung. Glaubt es ein... Was ich noch machen wollte, ist dann beim nächsten Mal wahrscheinlich hier meine Stärke auf 20 erhöhen. Okay. Das dann, weil ich habe gelesen, da gehst du richtig ab, wenn du deinen Hauptwert auf 20 machst. Okay. Hast du beim Schütteln der Möwe mitgekriegt? Ja. Naja. Aber auf jeden Fall erstmal das Zäh machen. Kriegt eine neue Aktion? Aura des Schutzes. Dauerhaft. Nun verbündete in der erhaltet einen Bonus von plus 0 auf Rettung. Das ist ja toll. Ist oh ja wow. Geil, ja, das will ich haben. Das verstehe ja, ich jetzt. Ja, da kannst du den Zauber ändern, aber gut. Ja, das ist doch schön. Toll. Das ist diese Hand da, die letzte. Ganz oben. Das ist da. Befehlen. Befehlen. Das wollten wir haben, ja? Ich habe keine Ahnung.
Also einen Rest kann ich mich beinnern, aber... Keine Ahnung, ich weiß nur, dass irgendwie alles Schmutz war. Ja, so geil noch nicht, ne? Nee, irgendwie nicht so. Irgendwie, ich weiß noch, du wolltest das nieder... Du wolltest, also ich hatte ja gesagt, wir können noch niederstrecken, aber du wolltest irgendwie keine Niederstrecken mehr, weil du gesagt hast, ich brauch ja nicht... Was will ich denn mit drei verschiedenen? Ja, weiß ich nicht. Dann kannst du halt ein bisschen zornig manchmal sein. Oder, ja. Aber Befehl? Ich weiß nicht. Wir werden uns da was gedacht haben, oder? Befehl einer Kreatur zu fliehen, näher zu kommen, stehen zu bleiben. Ich weiß ja jetzt nicht. Ich glaube, das wolltest du, weil du wolltest, dass sie die Waffen wegwerfen, ne? Nee, wenn dann nur, dass die stehen bleiben und sich hier schlachten lassen. Aha. Aber das kostet halt alles immer einen Zauberplatz. Ja. Nee, aber es passt so, würde ich sagen. Okay. Aber Alice wäre jetzt auch mit 64 Trefferpunkten. Nice. Dann gehe ich jetzt aus dem Zuschauermodus wieder raus. Zack. Freunde. So, wir haben gesagt, wir nehmen die gute Shadowheart mit, weil die gesagt hat, ich möchte hier unbedingt dabei sein. Dabei sein ist alles? Ah, okay, es ist nicht plus 0, es ist plus 2. Ah. Something the matter. Das heißt, wir stellen uns gleich in den Kreis zusammen und dann geht die eh mal ab auf uns. Ich glaub schon. Lara verlassen. It's not right. Was war das? Was ist denn hier passiert? So sorry. Sehr witzig. So, ich trinke jetzt hier. Ich glaube, du hast im Stream nicht. Nochmal ein paar Heiltränke. Nee, der Stream hängt nur richtig hart hinterher. Ich trinke noch ein paar Heiltränke. Meine Lieblingsbeschäftigung. Oh nein, es braucht wieder jetzt ein Heiltränke. So, du hast die hier schon geplündert oder wie? Irgendwie eine habe ich angegriffen. Darf man hier irgendwie nicht geplündern, oder? Die sind rot. Nähere müssen speichern. Wir unbedingt plündern. Machen wir hier nochmal. Darf ich das jetzt anfassen oder nicht? Ja. Nähere. So, komm mal her. Oh, den darf man nicht. The decaying corpse lies before you. Den Kopf entfernen? Oder bist du ja richtig gut für geeignet? Ich geh weg. Das lassen wir alles mal machen. Muss ich das jetzt machen? Na, der hat so ein, ich nehme erstmal sein Zeug hier mit. Oh. Unfortunately for you, killing thieves is positively ich durfte das nicht. Wie ich direkt schon wieder Blut. Ich versuche mich herauszureden, oder? Das kann ich gut. Ja. Ich warte mal mit dem Kopf abschneiden so lange. Was soll das Geschrei? Bloß weil ein, zwei Sachen fehlen? So unter eurer Würde. Diese Objekte wurden mir gestohlen. Ja, ist eigentlich meins. Oh, 15. Ja, komm schon. 27. Danke, Herz der Würfel. They believe you. For now. But something tells you they won't be so receptive to your charms again. Ja, warum darf ich das denn nicht mitnehmen? Ich hab den noch umgebracht. So, oh, dann schneid mal deinen Kopf ab. Kannst du jetzt bei mir reinhören, wie ich den Kopf abschneide? The corpse lies before you. Wie ich auch direkt wie... Kaum wiederbelebt, direkt wieder Blut verschmiert, ne? Deine Rüstung sieht voll geil aus. Die Handschuhe sehen viel krasser aus als der Rest irgendwie. Na, mach die Beschneidung, los. Ja, komm, hier plus... Mach's plus 4 kriege ich hier. Ja, easy. The head breaks off cleanly from the drow's body. Hey. Ich habe ein Geschenk für dich, Noxy. Ja, danke. So, ich würde gerne mal wissen, was wir jetzt mitgenommen haben. Also, wir haben hier einmal sich auflösende Nachtläufer. Kann nicht eingesponnen, verstrickt oder gefesselt werden und nicht auf Fett oder Eis ausrutschen. Und man kriegt Nebelschritt. Ist ja wild. Ja, das ist doch schon mal gut. Oh, der hat ja auch eine Spinnenbührer dabei. Ja, ich habe auch eine, ne? Ja, ja. Für irgendwas muss die gut sein. Willst du eine Spinnenlura? Hier, nimm du auch eine.
Ja, let's go, Spindürer. Nimm das. Ja, wo ist das jetzt hin? Wo ist mein Instrument hin? Ich hab ne Mondlampe. Kaputte. Auf dem Boden der Laterne liegt eine dicke Staubschicht. Das Glas ist gesprungen und das Metall nicht mehr zu retten. Aha. Okay, ab in meinen Questbeutel. Oh, das Schwert der Schreie. Macht psychischen Schaden. Ja, Rapier und Finesse. Ja, aber das Schwert der Schreie, wer soll das benutzen? Ich könnte das theoretisch benutzen. Ja, aber du hast ein viel geileres Schwert, oder? Mit dem plus 2 Säure jedes Mal? Nee, mit dem psychischen... Ja, aber plus 2 Säure macht mein Ring. Auf alles. Ach so. Ja, aber du hast doch hier diese krasse Melodie da drauf, oder? Den Sing-Sang, ja, den Sing-Sang. Der kostet aber dummerweise immer eine Aktion. Hä, aber... Vielleicht ist das auch voll was für Astarion. Der Sing-Sang oder das... Das psychische Schreiding. Ja, vielleicht. Können wir gleich mal gucken. Psychomesser. So, und der Dolch ist nicht... Was ist denn jetzt mein Instrument hin? Was hat Inessa jetzt? Schattenherz. Was willst du denn mit deinem Instrument? Das ist nicht mehr deins. Hört ihr nicht mehr. Ja, aber ich wollte, dass das Inessa kriegt jetzt. Nee, Inessa hat aber was. Die hat hier die Laute. Ach so. Das ist das Instrument aus meiner Spezialtruhe. Ja, und? Ach so, hier, ich hab noch diesen komischen Ring von der einen Frau. Donnerwoge, oh. Tabika? Akane Religion? Ach, hier habe ich's drauf. Bin ja jetzt. Ich brauche ja eigentlich diesen Blitz nicht mehr, oder? Der Träger kann nicht schockiert werden. Gewährt Resistenz gegen Blitzschaden. Eigentlich bin ich doch jetzt schon resistent gegen Blitzschaden, oder? Ja, bist du. Brauche ich den Ring doch jetzt eigentlich nicht mehr, oder? Nee, eigentlich nicht mehr. Aber ich kann nicht schockiert werden. Schockiert ist. Den habe ich noch nicht. Und schockiert werde ich jedes Mal, wenn ich in einer Pfütze stehe, oder? Ja, mach den, weil ich elektrifiziert. Ich dachte, du bist jetzt immun gegen die Nummer. Aber es war. Nee, aber gegen schockiert nicht. Aber gegen Blitzschaden. Weiß ich nicht so genau. Donnerwoge. Ich könnte. Na, soll ich den tauschen? Soll ich es mal ausprobieren? Ich lasse den erstmal in meinem Inventar. Moment, ich tausche mal gegen den. Kurz analysieren. Du kriegst jetzt 50% Minus durch alles, was Blitz macht. Jetzt gerade? Siehst du aktuelle Stats? Ja, ja, ich sehe immer. Das macht ja deine Hitze des Sturms. Okay, und wie ist das jetzt? Ja, jetzt bist du halt durch den Ring, der macht jetzt halt, dass du nicht schockiert werden kannst. Wo siehst du denn das? In deinem Charakterbogen. Oh, und der Blitzschaden aus nicht magischen Angriffen, die wird halbiert. Oder aus magischen Angriffen. Ist aber jetzt immun, er ist resistent gegen Schall, Feuer ausnehme. Und Blitz. Ist auch halbiert. Also der macht hier irgendwie gar nichts. Ja, der macht nur, dass du gegen schockiert immun bist, der Ring dann. Ja, genau. Und das würde ich gerne, wie gesagt, ausprobieren, weil wenn ich in einer Pfütze stehe, dann werde ich elektrifiziert. Ob elektrifiziert gleich schockiert ist oder was ist schockiert? Ich glaube, du hast schockiert? Den Effekt schockiert bekommen, wenn du in der Pfütze standest. Glaube ich nämlich auch. Aber da kriege ich ja Blitzschaden. Das ist ja komisch irgendwie, ne? So, ich glaube, wir haben schon wieder so eine. Das ist merkwürdig. Oder nehme ich lieber die Donnerwoge? Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ich probiere es mal aus. Wir probieren es mal so rum. Wir haben ein neues Würmchen bekommen. Ich weiß. So, und die... Die Schuhe wären noch interessant. Nebelschritt. Du hattest Nebelschritt auf einer Kette oder so, ne? Ja. Ich habe auf einer Kette. Ja, wer kriegt hier so eine Schuhe? Ich meine, ich habe die Elektroschuhe, ne? Ja. Kann nicht eingesponnen, verschrickt, gefesselt werden und nicht auf Fett oder Eis ausrutschen. Das wäre eigentlich was für... Egal wen. Für Inessa, weil die muss ja immer rankommen zum Heilen, theoretisch, ne? Ja, Inessa hat schon Heilschuhe. Ja, ich weiß. Du hast...
Auch Blitzladung? Wenn ich spurte, aber ich spurte irgendwie nie. Ja, das ist deine eigene Schuld, dass du das nicht machst. Ja, ich stehe halt immer schon an allem dran, das lohnt sich dann nicht. Ah ja, machen wir erstmal so. Okay, gucken wir mal weiter. Reisetour, schwere Rüstungsdingstour. Warte mal, jetzt gehen wir hier nach hinten. Achso, das darf ich nicht anfingern. Den darf ich auch nicht? Den haben wir irgendwie schon. Dann gehen wir jetzt hier in die Wolke rein, oder wie? Hier ist noch ein Händler und noch eine Quest, die rumläuft. Ein Händler und eine Quest? Der ist nur ein Händler und hier mit Beldron. Ah, Beldron. Sprich mit dem Tiefengnomen. Beldron. Thought we'd leapt from frying pan to flame for a moment there. I'm grateful, don't mistake me, but why help us? You're one of them, aren't you? Sieht nicht so aus. Seid ihr immer so argwöhnisch gegenüber euren Rettern? Der Kult glaubt mich zu besitzen. Das ist was anderes. Ihr sagt, dass ihr dankbar seid, aber meine Geldbeute ist immer noch nicht. Mein Geldbeutel ist immer noch leicht. Dankt Tulla. Sie hat mich auf eure Spur gebracht. Tja, seid ihr immer so argwöhnisch eigentlich? I try not to need saving. Hasn't much worked out, as you can see. Here. The Iron Hand Gnomes honor their debts. With Walbrun gone, that falls to me. Make it quick. We need to find Walbrun. Now! You're a little late, Barkus, my lad. He's already been sent to Moonrise Towers. We were just slave hands to the cult, but not Walbrun. He knows things. Things they want to know, too. What has he gotten himself mixed up in now? Ehe ihr fragt, nein, ich stehe nicht für eine Rettungsaktion zur Verfügung. Was immer der Kult will, ich will das Gegenteil. Wir müssen euren Freund befreien. Keine Zeit für falsche Schüchternheit. Was ist es, was Walbrun weiß? Ja, was weiß Walbrun? Das wäre auch wild, wenn man das nicht schafft. You call me mad, but fine. Walbrun's found the formula for rune powder. What? Aye. The explosive of Geardil Ironhand's own creation. Fistfuls, wiping out armies. All those old stories. Only Walbrun couldn't leave the stories be, so he went and bloody found it. A small supply, tucked away down here with a manuscript. He just made sense of the formula when the cult jumped us, so he burned the damn thing. If there's a single copy left, it's sitting in his head. Those absolutists pull it out and make rune powder, they could flatten the whole of the Sword Coast. Ja, dann müssen wir ihn zuerst befreien. Was glaubt ihr, wie lange er durchhält? Ich habe nicht vor, in der Nähe zu sein, wenn sie das tun. Wenn es wirklich so mächtig ist, darf es dem Kult nicht in die Hände fallen. Ja, oder? Oder wir müssen ihn zuerst befreien. Wir müssen ihn zuerst befreien. You really would, wouldn't you? But not us. My people can barely stand. And we have business back in the city. That business is what sent us after the powder to begin with. Now, we'll have to make other arrangements. And just like that, you'd leave Walbrun behind. I knew you lot were foolish, but I didn't know you were cruel. If you knew half as much as you think, my lad, Walbrun might have kept you around. Schluss jetzt. Gezanke rettet euren Freund nicht. Ihr lasst euren Anführer einfach im Stich wie kalt. Dann lauft weg. Ich habe mich um meine eigenen Geschäfte zu kümmern. Sollte ich nach Mondaufgang kommen, werde ich sehen, was sich für Fulbrand tun lässt. Ja, oder? Ja. Klingt doch gut. He'd admire your resolve and your optimism. My people will find somewhere to regroup across the lake. Then, on to the city. If you find yourself in Baldur's Gate, seek us out. We'll
raise a glass to Wolbrun together. Sehr schön. So, und jetzt haben wir noch hier den Handelsbund, Mann. Ja, was willst du mit dem handeln? I got big plans for us. Ain't no one stopping Clan Flameshade. Will ich mit mir handeln? I got big plans for us. Ain't no one stopping Clan Flameshade. Can't be. Hallo, hallo, Mutmann, ich will handeln. Are you all right? Lunkbug. Better now than I'm with you. God. Warum leuchtet denn so komisch? Du leuchtest. Weil du den Finger hast. Ja, hier ist Giftwolke. Soll ich die Giftwolke sprengen? Ja, mach mal. Oh, die Giftwolke ist nicht zu sprengen. Naja. Soll ich mal an Vicky ran klettern? Oder? Ja, okay, du kletterst. Toll, eine Schale hat er dabei. Ja, geil. Okay, ich analysiere die Lage hier drin. Ja. Das ist der Türe. Da drin? Ja. Wir können hier oben auch noch irgendwo hin. Hab ich gesehen. Ist auch noch so ein. Ach ja, hier war ja noch. Ah ja, 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 wir müssen hier drüben noch hin. Dann gehen wir erst da drüben hin. Nee, nee, warte. Ja, ja, da, wenn da eine Tür ist, kriegst du die Tür auf. Und ich müsste halt durch den Nebel durch. Die ist schwach gegen Feuer. Vielleicht, warte, kann ich vielleicht meine Plätze tauschen? Vor mir ist noch Platz. Ja, aber ich muss um dich rumlaufen. Achso. Nicht, dass ich da plötzlich in dem Gift stehe. Feuer frei. Glaub, nicht! Oh nein, die hat schon wieder. Oh, das sieht es immer aufrecht. Oh ja, okay, mich kann treffen. Das dauert mal. Ich glaube, du musst halt richtig hochwürfen, um die zu treffen. Okay, jetzt wissen wir schon mal, dass auf der anderen Seite. Halt. Nichts ich ist. Ich glaube, ich sehe, wo Shadowheart hin möchte. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh, der leuchtende Tempel mit dem Mondsymbol? Nee, ich weiß nicht. Weißt du, das könnte in ihrem. Ne? Vor allem, was ist das für eine schwebende Platte da? Ja, das werden wir nur erfahren, wenn du durch den Dings hier gehst. Okay. Willst du Inessa nicht stehen lassen? Oh, du bist vergiftet. Und? Ich hab dich bei Damage bekommen. Und? Siehst du was? Ja, den Abgrund. Ah. Hebung, Feigling! Moment mal, hab ich nicht Trank des Federfalls? Also ich glaube, ich könnte da runter spielen. Obwohl, nee, ich glaube, da ist einfach keine Map, wo überall, wo ich hinspiele. Moment, was war das? Oh. Ja, lass uns mal hier außen rumlaufen. Geh mal gucken. Ich will auch was schmieden jetzt. Ja, das ist die Frage, wie man da hinkommt. Ja, ich hätte gerne eine Rüstung. Ich will alles haben. Ich weiß nicht, ob man alles machen kann. Das würfelst du? Achso. Warum nicht? Achso, weil wir nicht genug Metall haben oder was? Ich weiß nicht, wie viel man da schmieden kann. Dass man also, wir haben zwei Metalle. Zwei Schlacken. Ja. Und wir haben auch noch den Wurm, ne? Schlickschlack. Ja, den sollte doch Inessa jetzt essen, oder? Nee, sollte ich den nicht essen? Nee, warte mal. Warte, welche B. Kann ich bei euch auch reingucken? Nein. Wolltest du nicht das Lampenfieber lernen? Ich möchte keine Gedankenschilder Parasiten verwenden. Oh.
bei dir kann ich nicht gucken. Let's move. Solltest du nicht hier. Ja, irgendeiner dazu nach der allein bei jedem gescheiterten Angriffshof. Deine Ziele sind in bei Angriffshofen im Nachteil und erleiden bei jedem gescheiterten Angriffshof 2 bis 12 Schaden. Ja, entweder du oder Inissa war das. Nee, Inissa hat schon das, was sie lernen sollte. Die sollte ja Gesundheit übertragen und Schild der Diener lernen. Wo ist das? Links. Nach links raus. Schild der Diener beschwöre. Und dich und allen verbinden einen flüchtigen Schild, der dem. Ja, ich glaube das, ne? Das sollte Nissa machen. Genau, und du. Du machst Lampenfieber, ja. Lampenfieber ist super. Dann lerne ich das jetzt. Ja. Rein. So hatten wir das. Türen. So hatten wir das besprochen. Rein in Türen mit dem Wurm. Don't waste a step. Don't waste a step. Gut, dann kann ich jetzt sowas. So, und ich muss jetzt hier mit den Schaltern rumschaltern, weil... Kostet eine Aktion und hält für 3 Runden. So, du bist jetzt da oben, oder wo bist du? Ich bin jetzt bei den Schaltern. Ich schalte jetzt hier ein bisschen. Jetzt mich hier mal, geht's auch noch? Ja. Woanders? Nee, da ist glaube ich drauf. Gut, ich glaube, wir müssen rein, wo du bist. Ja, ich weiß. Da zu Schmiede und Mann, Frau, Ding wollen. Oh, hier kann ich nicht rüberspringen. Oh Mann. So, also ich könnte, glaube ich, hier rüberfliegen. Hey, wie hast du nur die beide darüber gekriegt? Achso, stimmt, dahin. Ah ja, Shadowheart kommt hier hinterher. Das ist gut. Oh Gott, wenn die Jungle sind, sie sich am mega wirklich aus. So. Ach so, und wo sind meine Tränke hin? Ich hatte doch hier Tränke. Ach so, wir haben jetzt gesagt, dann kann ich doch... Die Kette habe ich benutzt, ja? Nee. Oh, ich habe einen Zauberplatz Stufe 3 dazu bekommen. Ja, geil. So, dann nehme ich erstmal meine Kette und sage Zauberplatz Stufe 3 wieder auffüllen. Zack, sehr nice. Und dann habe ich hier einen Trank gebraut. Mit dem würde ich gerne einen Zauberplatz der Stufe 2 noch hinzufügen. Trinken. Zack, ist ja geil. Ist das geil. It's not over. So, jetzt kann ich hier auf diese Platte raufspringen, ja, sehr schön. Covered in rust. Must be older than bone dust. Older than bone dust. Dusty Basti. So, jetzt warten wir auf Alice mal, dass der hier herkommt. Ja. Und ich gucke mal. Ah, da brauche ich noch kurz. Was fehlt denn hier? Achso, da. Was fehlt denn wohl? Ja, da drüben muss jemand den Hebel umlegen. Ja, ich dachte, ich bin total smart und nehme meine Hand, aber meine magische Hand kann ich, weil... Habe ich noch eine magische Hand irgendwo? Kann das jemand zaubern? Nee, ich glaube, sowas haben wir auch nicht als Schriftrolle. Ja, ich dachte, ich bin total smart, aber es erfordert eine kurze Rast. Damit ich die Hand darüber schicken kann. Ach so. Ah, da kommen wir so hin. Verstehe, ich verstehe. Ein Kratzer wird den Hebel nicht drücken können. Wahrscheinlich. Ich wollte gucken. Also, ich kann natürlich auf kurze Rast drücken und kann die Hand hinschicken. Ja, mach das mal. Meine Würfel sind eh leer. So, und ich gehe in den rundbasierten Modus, weil die Hand plus 10 Züge bleibt. Vielleicht. Oder? Kann ich den da hin? Oh, ich kann den hier hin. Nee, ich kann den da hinzaubern. Bin aber runtergefallen. Okay, ciao. Hä? Hä? Was ist das denn jetzt schon wieder?
ist doch richtig dumm. No one stopped me yet. Ja. Ich würde sagen, ich kann hier aber auch gar nicht hochspringen. Please. No. Man, you're covered in dust. I can't be. Wait. Is that a bruise then? Müssen wir hier nochmal an dem Hebel ziehen? No time to rest. Ja, ja, das wird, dann bleibt jetzt einfach mal wieder zurück. Was heißt einfach mal wieder? Fast tot. Ja. Das ist aber auch, was ist denn das jetzt schon wieder für ein dummes Spiel? Ist doch runtergefallen. Hey, yes! Eine Idee, warte mal. Ich muss ja wieder das ganze blöden Weg zurücklaufen. Muss ja. Oh Gott, da unten ist auch noch so ein kranker Tempel. Können auch irgendwie eine Schiene schmieden. Ja, wie kann man sonst da hin, wa? Meinst du, es gibt einen alternativen Weg? Nee, aber ich weiß, wie ich alles mehr da hinkriege. Bin ja gespannt. Ja, das hier schon fast alternativ. Weil mir ist gerade eben, wir haben die kurze Rast eigentlich voll verschwendet. Ja, warum? Weil mir ist gerade wieder, mir ist jetzt wieder eingefallen, dass ich in einem Artikel mal gelesen habe, dass man Hebel auch mit Pfeilen auslösen kann. Aha. Na, gucken wir mal rein. Muss doch schnell mal. Ich würde so lachen, wenn du jetzt noch mal da runterfällst. Ey, ich habe aber auch nur überlebt, weil ich meine HP erhöht habe, ne? Ja. Sonst wäre ich gestorben. Schon wieder. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum ich diese Zauber jetzt hier habe, ne? Windstoß, beschwör einen starken Sturmwind, der alle Wolken auflöst, Kreaturen um... in den Durchschuss und aus dem Gleichgewicht bringt. Okay. Kann ich das mal sehen, wie das aussieht? Alter. Alter, ich kann ihn ja richtig aus dem Leben nehmen. Stehsturm. Ist eine große Bubble? Oh, die macht aber richtig Sturm. Was macht das? Ein Sturm, der die Konzentration von Zauberwirkern und recht Feuer löscht und die Eisoberfläche erzeugt. Okay. Und er fällt schon wieder runter. Ja, das hat ja gut geklappt. Ach, dämlich. Also. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir beheben das mal und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann schon so viel auf der Plattform stehen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zusehen, kommt gut nach Hause, macht kein Blödsinn, schreibt uns, Grüße erkennt, wir sehen uns in der nächsten Folge. BQ Tefan, bis dann, Nacht, Nacht, Kuss, Kuss, Liebe, Liebe. Nacht, Kuss, Kuss, Liebe, Liebe.